Wir müssen Humbert austricksen und überlegen uns, wie wir das machen können. Und wir wollen mal die Anja befragen, die Humbert ja gut kennt. Carina ist wieder an der Klickmaus. Genau, das ist Folge 16. Und wir versuchen mal, ob wir Humbert bei Anja verpetzen können. Ist ja eigentlich nicht so unsere Art, aber Humbert lässt uns keine andere Wahl. So ist es. Wie war das? Die Glocke. Auf der Straßenjacke. Extravagant. Oh, sie sagt schon mal was anderes. Das ist gut zu wissen. Vorhin hat sie noch was anderes gesagt. Willkommen zurück. Ja, mach mal. Ist doch wurscht. Mach mal wegen des Blausafts. Wegen des Blausafts? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Also. Die haben seit Tagen schon... Sie wohnen am anderen... Okay, das ist schwierig. Pass auf dich auf. Wo kriegen wir noch was Süßes her? Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht lappen. Vielleicht ist es ja auch nichts Süßes. Er will irgendwas Wertvolles. Was ist denn für den Deppen wertvoll? Wir haben ja auch schon alles. Tja. Wo gehst du jetzt hin? Ich laufe jetzt einfach nochmal alles ab. Okay. Hier ist doch auch nichts mehr, oder? Leider nicht. Was für eine merkwürdige... Der obere Tab... Jetzt hat sie keine Augen... Das bringt nichts. Den brauchen wir bestimmt, weil er magnetisch ist. Ja... Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Hätten aber zwei Augen sein können. Hey, das ist... Hey, du. Mecker, mecker. Was Wertvolles für Humbert. Großer Kürbis, oranger Kürbis. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits dagegen ist so ein Riesenkürbis. Da ist nicht eine, dem süßen Duft nachzurrt. Kannst du das irgendwo reinfüllen? Ich hab ja nichts. Na, nun geh weg. Mann! Da kann ich auch nicht, wenn man das sind alles nur Kürbisse. Die haben Arbeit zu tun, darf man nicht reingehen. Kürbisversteck. Baum. Oh. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel, nur grüner und baumiger. Humbert ist begabt. Humbert ist begabt. Und gelesen. Das Buch wollte er aber nicht. Nee. Das bringt nichts. Hätte ja klappen können. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut... Was will denn dieses Kind? Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, würde ich zumindest... Wenn du mich fragst, verdient Humbert eine Tracht Prügel. So, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Die App
Epileptikermaus. Brauchen wir noch irgendwas Klebriges? Entschuldigung. Da müssen wir ja zumindest heute Abend schon was. Steigt eine Geburtstagsparty. Und ich habe frei. Schön, dass du es nachsynchronisierst, wo ich es wegdrücke. Manu, ich bin ratlos. Ratlos? Ach, Manu. Hat er denn kein Hobby? Ach so, müssen wir den irgendwie irgendwo hinbringen? Wie sollst du die denn nun dann... Der virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Ma- Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, Moment, ich war... Schade, dass ich so... Ich habe gerade einen Geistesblitz. Sag mir mal ganz schnell, wo ich lang muss. Da lang, ja. Ne? Ich habe eine Idee. Ich bin so gut, wenn das stimmt. Bin ich so gut. Dann bin ich so gut. Nein, stimmt bestimmt nicht. Gott. Ding. Das. Wertlos. Wasserstraßenbau. 400 Lauftaler. Scheiße. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Ja, du willst doch da hingehen und Kurse nehmen. Oh Mann, oh. Müssen wir das Anja geben? Wieso will er das denn nicht? Vielleicht müssen wir es Anja geben. Der virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbstbereit, einen, aber nur einen hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespiels zu lehren. Lass uns das mal Anja geben. Interessenten, bitte melden. Okay. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Anja geben, okay. Und du denkst, die gibt es dann Humbert? Na, wenn sie seine Mausesfitterin ist, geht sie ja irgendwann mit ihm auch mal wieder weg. Also sie sittet ihn ja irgendwann mal wieder. Extravagant. Ja. Und immerhin sagt sie schon was anderes. Willkommen zurück. Frage ist, ob du es jetzt aufrufen kannst, ja, kannst du, okay. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, immer das Richtige für den kleinen Humbert. Chaka, dann Alter. Kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Aber wann? Möglichst schnell, bitte. Bis später. Pass auf dich auf. Geh einfach mal hin zurück. Ja. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Hm. Ich will Magier werden können. Und kein Schlüssel. Hierzulande wird man bestimmt. Scherzbold. Und du meinst jetzt einfach schon mal zurückgehen, ja? Ja. Ich meine, es ist ein Kinderspiel. Ich denke nicht, dass jetzt noch hier Stunden vergehen, bis Humbert dann endlich mal weg ist. Ein Kinderspiel, bei dem wir kläglich versagen, aber Weil wir keine Kinder mehr sind. Wir sind rausgewachsen. Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Ha, egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mauserkopf zurzeit im Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Ja, Humbert, komm. Ja, talentiert bin ich. Mhm. Und klug noch obendrein. Na? Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Ja, ich bin der Boss. Na klar doch. Ich werde ein Rockstar. Soll ich anders mit dir rumschlagen? Ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein.
Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut dass gemacht, sie den aushält. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Na dann. Oh Gott, ich würde dieses Kind so schlagen. Spring hinein. Weiter geht's. Juhi. Aber so falsch war ich doch gar nicht. Nee, war sehr, sehr gut. Ach so. Hinklicken einfach, genau. Hi. Ich bin ja gespannt, wa? Ich auch. Das war ja klar, dass wir da irgendwie rauskommen. Ach, da sind wir. Wo sind wir? Ach, da. Hallo. Hallo, Plato. Pup. Ach, er steigt mit aus. Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Oh, nimm uns und mit, es nimm begann uns mit. Hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut. Sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Mhm. Mal die Beschreibung lesen. Ja. Nee, nicht das. Nee. Ach so. Ja. Ja, gut. Achso, du meinst die Beschreibung hier, ja, ne? Spitzwegs Pfeffer riecht ganz schön gut. Entschuldigung. Kriegen wir damit die Maus wach? Nee, ist auch doof. Wozu müssen wir die Maus eigentlich wach kriegen? Na, die was? Soll da spülen. Und wie geht's denn jetzt weiter? Keine Ahnung. Menno! Müssen wir jetzt ins Boot wieder? Steig mal wieder ins Boot. Kannst du noch mal ins Boot steigen? Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ob ich da wieder einsteigen kann? Ha! Na, tatsächlich? Dann können wir nämlich weiter flussabwärts. Ach so, meinst du, wir können hier längs? Haha! Das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was für ein Wasserfall? Was? Wasserfall? Na, ein Foto gab's noch zum Abschied. Oh! Okay. Respekt. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Aha. Don't forget your Löffel. Der passt ja auch in den Rucksack. Hier, das ist die Mühe wert, war. Na klar, wir müssen da jetzt nur irgendwie rein. Na, schau dich mal um. Ja. Ach, so eine Schnecke da. Schillernde Schnecke. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Bestimmt. Oh. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt. Die klebt. Die klebt. Versuch's mal. Die klebt. Brief, Brief. Ja. Oh Gott. Die Schnecke hat den Brief gut verklebt. Juhu! Und wie kommen wir jetzt zurück? Achso, vielleicht übers Grundstück. Egal, erstmal jetzt hier. Fine. Und wie verschicke ich jetzt die eine Einladung an alle Mauswalder? Ja, ich habe schon so eine Idee. Und wie wir das machen, ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bis dahin. Bis dann. Tschüss.